Ja, das kommende Video ist leider etwas unscharf. Grund dafür ganz banal. Ich habe das Interview geführt und Sebastian meine Kamera in die Hand gedrückt. Ja gut, jetzt kannte sich Sebastian nicht mit meiner Kamera aus und auch nicht mit dem Fokusverhalten. Ist ein bisschen unscharf, aber das Wertvollste ist das, was gesagt wurde. Ja, von daher, ich hoffe, es ist zu verschmerzen, aber das so als kleiner Disclaimer. Ja, guten Tag. Hier auf der Gamescom 2019. Neben mir habe ich den Sebro stehen. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hey Leute, ich bin der Sebro. Viele von euch kennen mich noch von den Artikel 13 Demos damals aus Köln. Ich habe die damals quasi initiiert, habe sie angemeldet und durchgeführt. Und der gute Dennis, der war auch dabei damals. Genau, dank ihm durfte ich dann Redner sein und ich glaube nicht nur einmal. Auf den Demos. Wirklich coole Sache. So, jetzt ist es ja aber auch schon ein paar Monate her, ja. dass die Demos stattfanden und Axel Voss hat sich zufällig hier auch, glaube ich, auf der Gamescom eingefunden. Ja, Axel Voss hat heute ein Panel, wo quasi über das Urheberrecht nochmal gesprochen wird. Bin ich sehr mutig von ihm, quasi in die Höhle des Löwens zu kommen. Ja, da muss ich an dieses Meme denken, if he dies, he dies, ne? Ja. Passiert halt. Ich hab's Tage selber gemerkt, das ist jetzt quasi vor ein paar Tagen ein halbes Jahr her gewesen. Ich habe mir dann auch nochmal die Bilder angeguckt gehabt. Da waren ein paar schöne Bilder dabei. Hast ja auch sehr viele gemacht, ne? Stimmt, auch sehr viele. Ich glaube, ich war die zweite Demo dann hier. Und ich weiß noch, wo mir dann irgendwie das erste Mal die erste Demo in die Timeline gespielt wurde bei Twitter. Und dann gesagt, ja, die machen ja jetzt in Köln eine Demo, Artikel 13. Und ich dachte, hey Moment, wie hast du gar nicht mitbekommen, wie viele Leute kommen denn da? 13? Ich war auch am Anfang, das war bei mir wirklich so, ich habe gesagt, bei der Polizei, ja, ich denke mal, da würden so 80 Leute kommen, bis 100. Und dann habe ich gemerkt, ja, Twitter geht schon sehr steil. So, ich habe halt Twitter benutzt und das hat, nachdem die Marmeladenoma das damals geteilt hatte, da ging es dann wirklich viral. Dann ging es über Mr. Newstime und die ganzen anderen YouTuber. Gronkh hat darüber berichtet und da dachte ich mir schon so, oh scheiße, Alter. Und da habe ich doch am Morgen der Demo noch angerufen gehabt, bei der Polizei, meinte, Leute, ich glaube, da werden deutlich mehr kommen. So, ich glaube, da werden knapp 800 bis 1000 Leute kommen. Und ja, am Ende waren es dann 1500 bis 1800 Leute. Das war schon krass. Ich glaube, dann schon bei der zweiten Demo, eine Woche später, waren über 3000 dann schon da, ne? Es war quasi, übermorgen wäre der Tag, halbes Jahr, zweite Demo, ja. Du hast es ganz genau im Kalender markiert. 16.02. war die erste Demo, eine Woche danach quasi 23. Ja. Da war die zweite Demo. Da waren dann auch deutlich mehr, oder? Ja, und da weiß ich noch, wo du dann sagtest, ja, halt mal eine Rede, bereite ich mal vor auch so ein bisschen. Und ich dachte, ja klar, Rede gehalten, vor Leuten gesprochen, hast du ja schon mal, ne? So, dann bin ich selber auf dieser Demo, merke die Energie, die dann auch da war, ne? Ja, das war phänomenal. Ich war auch bei der ersten Demo schon so total baff, wie viele Leute da kamen. Und die Stimmung auch am Ende, bei der Kundgebung am Dom, bei der ersten Demo, das war auch... Ja. Alle haben sich hingesetzt und das Wetter, die Sonne hat schön reingeschienen, man konnte schöne Fotos machen. und ich war dann aber auf jeden Fall, als ich dann meine Rede halten sollte, auf dem Pritschenwagen dann stand, ich war so am Zittern, weil ich so aufgeregt war. Ich so, okay, da sind dann doch ein paar mehr Leute, als ich dachte. Und das sind alles die Menschen, die ja irgendwie für das Thema auch auf die Straße gehen, für das man so kämpft, sich einsetzt. Ja. Und ich war sau aufgeregt dann auch noch. Ey, das war bei meinem ersten Mal, bei der ersten Demo auch genauso. Ich dachte mir auch wirklich, da kommen nicht so viele. Und ich habe tatsächlich die komplette erste Demo in einer Nacht organisiert gehabt. Ich hatte nicht geschlafen, war noch arbeiten vorher. Nach der Demo war ich arbeiten. Das war für mich so komplett nur arbeiten in dem Wochenende. Und ich war auch mega nervös bei meiner ersten Demo. Das war krass. Jetzt haben die alten Männer hier quasi irgendwie von anekdotischer Erzählung ihrer Demo-Erfahrung gemacht. Weiß ich gar nicht, du hattest letztens, glaube ich, nochmal irgendwie geschrieben, ja... Müssen eigentlich nochmal was starten, weil jetzt in Gesetzgebung ist es ja noch nicht eingeflossen. Ja, es war ja der Punkt, dass sie diese Konsultation haben wollten oder angestartet haben, dass die Leute quasi via PDF-Datei ihre eigenen Vorschläge für die Umsetzung des Urheberrechts reinbringen können. Stimmt, ja. Und da dachte ich mir so, vielleicht nochmal darauf aufmerksam machen, dass die Leute dann sagen, okay, ich habe eine Idee vielleicht, weil jeder kann vielleicht eine Idee haben im Endeffekt. Man muss sie halt nur rüberbringen. Und wenn diese Idee gut ist, vielleicht nehmen sie die auch an. So eine Idee, die für beide Seiten okay sind. Was ist denn bei dir so hängen geblieben, auch von den Demos? Jetzt nicht nur von den Erlebnissen, sondern persönlich hast du ja vieles gelernt, ich auch. Vieles gesehen, aber auch vor allen Dingen. Also viele Menschen politisiert. Was ist?
Ja, also das auf jeden Fall, dass ich viele Leute politisiert habe. Ich habe gerade eben einen getroffen, der kam aus Fürth, also bei Nürnberg. Und er meinte so, dass du die Demo gemacht hast, das hat mich dazu angespornt, auch eine Demo zu machen. So, der hat dann in Fürth eine Demo gemacht und das fand ich total niedlich. So, ich glaube, ich habe sehr viel, ja, sagen wir mal, politischen Schwung bei der Jugend mal reingebracht, denke ich mal, hier in Deutschland. So, die Leute mal auf die Straße gebracht. Ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Weil es ist schon ein wichtiges Thema im Endeffekt, dass die Leute sich mal für ihre Interessen in Sachen Politik einsetzen in Deutschland. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja, weiß nicht, wie geht's weiter? Hast du irgendwie was gedacht? Ja, der Frost ist... Hab ich irgendwas gedacht? Weiß ich nicht, ne? Ich weiß es auch nicht. Also ich bin heute erstmal nur auf Gamescom. Der Frost ist zwar hier, aber es ist unmöglich, da hier reinzukommen für mich heute, auch wenn ich der Initiator war. Irgendwie habe ich es nicht geschafft. Aber ja, ich habe ihm schon gesagt, meine Meinung stand ihm schon gegenüber. Und, das stimmt, das weiß ich ja noch. Das war doch irgendwie der Tag, ich saß tatsächlich erst in der Schule bei ihm auf dem Podium, mit ihm auf dem Podium. Ja. Und du warst dann an der Hochschule, glaube ich, dann. Genau, genau. An der Hochschule, das war derselbe Tag. Das war diese Vorwahl, EU-Wahl. Kampagne von ihm, um es nochmal bei den Leuten einzuschleimen. Wahlkampf, ne? Wahlkampf. Wahlkampf, genau. Also Lügen versprechen und nicht einhalten. Nein, beziehungsweise Lügen und ja, Lügen. Nee, ich war da und ja, war eine gewisse Anspannung im Raum, habe ich gemerkt. Von seiner Seite aus, aber auch, keine Ahnung, waren sehr viele Artikel 13 Leute da, also die dagegen. Einfach mit dem Solmecke, ne? Genau, es war das, die Debatte mit dem Solmecke. Es waren ein paar Leute, die ich durch die Demo kennengelernt, mit dabei. Also von daher, ich habe mich am Ende mit ihm unterhalten und ich dachte mir nur so, sehr, es ist zwar noch ein Mensch, aber na. Ja, das hatte ich auch auf der Podiumsdiskussion dann gemerkt. Im Prinzip habe ich alle Argumente schon mal gehört. In anderen Diskussionen, die du irgendwie im Video mal gesehen hast und so weiter. Und das fand ich irritierend, dass es quasi immer nur die Platte war, die dann in etwas Variation immer wieder abgespielt wurde. Ja, es ist halt immer Schema F gewesen. Er hat halt sein Ding einstudiert alles. Er hat seine Leute, die auch ihm sagen, was er zu sagen hat im Endeffekt. Das stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er so ein kleines Männchen im Ohr sitzen oder so. Man weiß es nicht. Aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht tatsächlich mit der Artikel 13-Sache. Ob die da eine Lösung finden. Ich habe heute einen Artikel noch gelesen, wo es darum ging, dass Experten auch immer noch sagen, es ist ohne Upload-Filter nicht möglich. Ja. So, und das wollen wir halt immer noch verhindern im Endeffekt. Auf jeden Fall. So, jetzt bist du ja nicht nur Demo-Organisator und Politisierer, sondern ein bisschen Eigenwerbung für dich. Du bist ja auch selber Zocker irgendwie. Ich glaube, wo bist du denn eigentlich beruflich, wenn ich jetzt diese Eigenwerbung erstmal, und dann kommen wir zum nächsten Teil. Ich bin als Barkeeper beruflich tätig in einer E-Sports- und Gaming-Bar hier in Köln. Sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen, ja. Dann lernt ihr diesen Mann hier auch kennen? Genau, wir haben diverse Konsolen, diverse PCs, wo man dran zocken kann. Super nette Community, für jeden Gamer eigentlich genau das Richtige und für jeden Nerd. Kommt vorbei einfach und macht euch selber ein Bild. Und dann hast du, glaube ich, aber noch einen Twitch-Stream. Genau. Das wäre auf Twitch ganz normal Sebro, so S-E-B-R-O. Okay, blenden wir ein. Wird hier eingeblendet. auf jeden Fall, ja, bin jetzt auch wieder ein bisschen aktiver am Stream. Fange jetzt wieder gerade an, hatte quasi eine kleine Sommerpause gemacht und jetzt starte ich wieder durch mit ein bisschen World of Warcraft. Ach so. Klassik kommt heraus. Stimmt. Ja, du warst, glaube ich, was hattest du? Apex hattest du ja sonst immer? Nee, ich habe eigentlich sehr viel kreuz und quer gespielt. Ich spiele jetzt sehr viel kreuz und quer, ich habe kein festes Game. So, WoW war schon immer, ich habe in der Beta angefangen und 15 Jahre jetzt gespielt schon. Boah, ja, das ist ja... Ja. Ja, meine Zeit. Stimmt. Das ist schon eine gute Zeit. da gab es Giga Games noch. Giga Games, ja. Dann bin ich groß geworden. Ich auch. Guck, und jetzt ist hier, heute sagt hier irgendjemand, ja, guck mal, die Leute von Rocket Beans TV, die waren mal bei Giga. Was ist Giga? Das ist echt traurig. Aber es ist auch genauso, das habe ich die Tage auch gemerkt, ich hatte meinen Kleiderschrank durchwühlt und hatte ich mein 2009er Gamescom-Shirt. So quasi erste Gamescom in Köln vor 10 Jahren und das war für mich einfach so Nostalgie pur. das stimmt. Wir hatten vorhin noch eine getroffen und da kamen wir auch so ein bisschen ins Schwelgen und dann, ja, weißt du, damals noch 2005, die Games Convention in Leipzig. Oh,
Da habe ich auch sehr viel gehört, sodass sie echt viel geiler gewesen sein soll. Ich habe das 16er-Bändchen noch, weil ich damals ich habe mich riesig gefreut. Ich durfte in die 16er-Stände, naja. Mein Bruder hat es nicht bekommen, weil der eben noch keine 16 hat. Und fand ich damals klasse und riesig. Kam gerade ich glaube, die Xbox 360 war angekündigt. Wow, das ist schon sehr lange her. Das ist schon echt lange her. Ja, krass, ja. Die Zeit geht schnell vorbei, muss ich ehrlich sagen. Die Zeit geht schnell vorbei. Ja, guck, ne, jetzt kommen wir wieder, die alten Leute erzählen vom Krieg. Ja. Und früher war alles besser. Ja, und wir erzählen gleich auch noch irgendwie, ja, wir fiebern der Ankündigung von Half-Life 3 auch noch entgegen. Also, ja. Man mag es kaum glauben. Ja, vielen Dank. Kein Problem. Würde ich sagen. Hat mich echt gefreut. Ja. Wir gehen jetzt auch ein bisschen durch die Messe, bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Und ja. Wir sehen uns im Melter noch. Ja, werden wir. Und euch auch. Ja, euch auch. Vielen Dank. Ciao. Tschö.